bin Alice und Christian. Wir sind Tierärzte bei Dr. Sam, dein Online-Tierarzt. Heute reden wir über Gefahren an Weihnachten für Hund und Katze, sowohl essbare als auch nicht essbare Gefahren. Worauf müsst ihr achten und was müsst ihr genau tun? Erfährt ihr bei uns. Wir sind hier auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt und Alice erzählt euch was über die nicht essbaren Gefahren, die zu Hause lauern. Ganz gefährliche Sachen am Weihnachtsbaum sind Lametta oder solche Schnüre hier, ne? Besonders beliebt bei Katzen oder Katzenwelpen oder Hundewelpen. Die reißen das gerne mal vom Baum, unabhängig, dass dann der Baum vielleicht auf die fallen kann. Aber es ist natürlich auch super gefährlich, wenn die das essen, weil das kann zu Verstopfung im Darmtrakt führen. Genauso zum Beispiel wie Duftöle. Duftöle sollten auch immer außer Reichweite sein, weil A ist natürlich eine heiße Kerze drunter und B dürfen die das nicht aufschlecken, weil es giftig ist für Hunde und für Katzen. Aber auch Lichterketten stellen eine Gefahr. Wir besonders wisst, Katzen lieben bunte Sachen, die insbesondere immer wieder angehen. Passt extrem damit auf, weil das könnt ihr verschlucken und das führt auch zu Darmverstopfungen. Genauso gefährlich sind auch alle Sachen aus Plastik. Zum Beispiel Plastikfrüchte oder Plastikzweige, Kunstschnee. All diese Sachen sollten eure Katzen oder Hunde auf keinen Fall anschlecken oder essen. Das kann A, total Probleme im Magen bedeuten, aber auch, dass der Darm nicht mehr richtig funktioniert und dass die da irgendwo hängen bleiben im Darm. Sehr, sehr gefährlich. Hier im Hintergrund sehen wir einen Weihnachtsbaum mit den typischen Weihnachtskugeln hinten dran. Am besten ist immer, es gibt heutzutage auch Plastik-Weihnachtskugeln. Die sind natürlich wieder schlecht für die Umwelt, aber die sind bruchsicher im Vergleich zu den Glas-Weihnachtskugeln, weil die sind wirklich gefährlich. Die zersplittern meistens in 1000 Teile und unabhängig, dass sie das auch aufnehmen können, weil die das abschlecken, können die sich natürlich auch super kratzen damit mit den ganzen Splittern und verletzen an den Pfoten. Es gibt aber auch noch essbare Sachen, worauf ihr achten müsstet. Zum einen ist es ja so, die ganzen Süßigkeiten, die im Haushalt lauern. Insbesondere auch, wie ihr meistens wisst, auch Schokolade. Der Inhaltsstoff, der in Schokolade oder Kakao sich befindet, ist giftig für Hund und Katze. Und ab einer bestimmten Menge kann das zu Vergiftungserscheinungen führen. Wenn dein Haustier Schokolade gefressen hat, kontaktiere uns. Die Dosis macht das Gift bekanntlich. Wir können uns das einmal anschauen und auch die gefährliche Dosis für dich berechnen. Zöger nicht. Süßigkeiten, weil der Zuckergehalt viel zu hoch ist, aber auch Lebkuchen. Nicht nur das, insbesondere Muskatnuss oder Rosinen sind auch giftig für eure Haustiere. Am Weihnachtstisch, wenn ihr Hähnchen oder Braten habt, müsst ihr extrem auf die Geflügelknochen achten. Hähnchenknochen nämlich splittern im Darm und das kann zu lebensgefährlichen Problemen führen. Genauso gefährlich sind aber auch stark gewürzte Speisen. Das ist für Tiere auch absolut tabu, weil die können das nicht verdauen und dann kriegen die extreme Magenschmerzen. Falls ihr nicht sicher seid oder euer Hund oder Katze was gefressen habt, meldet euch bei uns. Wir freuen uns, euch zu helfen, euch zu beraten. Und bitte zögert nicht zu lange. Das Allerbeste ist immer, wenn der Hund das gerade aufgenommen hat, uns dann zu kontaktieren. Weil je länger das Essen oder der Fremdkörper im Magen bleibt, desto größer ist die Gefahr, dass der direkt an den Darm weitergegeben wird. Und dann kann man nur noch symptomatisch behandeln. Daher, wenn ihr den Verdacht habt, dass euer Hund das aufgenommen hat, kontaktiert uns bitte direkt, dann können wir euch sofort beraten. Bitte ganz wichtig auch, die Tiere dürfen auch keine Tannennadeln aufnehmen. Es gibt auch diverse Tannenarten, wie zum Beispiel Eiben. Die sind A, hochgiftig oder B, auch wenn man eine normale Nordmann-Tanne als Weihnachtsbaum stehen hat, die sollten die Nadel nicht verschlucken. Die können natürlich pieksen und auch Probleme bereiten im Magen-Darm-Trakt. Genauso giftig sind Weihnachtssterne. Die gehören zu den Wolfmilchgewächsen. Das kann man sehen, wenn aus Versehen ein Blatt abbricht, kommt da so eine weißliche Flüssigkeit. Die sind hochgiftig für Tiere. Genauso auch Mistelzweige, die man gerne über die Haustür hängt, um sich einmal zu pussieren. Und das bringt Glück, die sind genauso giftig. Das heißt, alle am besten solche Sachen draußen aufhängen, Mistelzweige, was sowas angeht, um den Tannenbaum immer unter Beobachtung halten und vielleicht auch erst am Heiligabend schmücken, wo alle beisammen sind. Das ist ja auch schön als Tradition, weil dann steht er nicht unbeobachtet mit dem Haus, die alleine da. Und wenn ihr einen Notfall habt, bitte nicht zögern, sofort einen Termin auf drsam.de machen und uns kontaktieren. Weil Zeit ist ganz wichtig, wenn die Tiere giftige Dinge aufnehmen oder auch zum Beispiel Schokolade. Wir wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und Prost vom Düsseldorfer Weihnachtsmarkt.